Guten Morgen, Freunde der Sonne. Wie ihr seht, der Waldwanderkauz ist halt wieder mal unterwegs. Bei herrlichen Sonnenschein. Unser Weg führt uns heute von Stahnsdorf Richtung Samund, von Samund Richtung Schenkenhorst und von da aus zurück nach Stahnsdorf. Tagestour beträgt ca. 27,5 Kilometer. Dann schauen wir mal, was das noch wird heute. Ich hoffe, das Wetter hält sich. Und wir haben Spaß. Bis denn. Tschüss. Morgen. Ah, verdammt. Verdammt, Axt. Waldfriedhof Stahnsdorf. Auf dem Ende hier, also hier weiß ich nicht, aber hier liegen Manfred Krug begraben und der Dieter, der Thomas, der Heck. Ich glaube, da lohnt sich auch eine kleine Friedhofswanderung, eine geführte, wohlgemerkt. Ja, die Sonne scheint. Herrlich. Und die Ruhe. Nur die Vöglein zwitschern. Herrlich. Absolut herrlich. So. Ja, umgestürzter Baum. Werden wir mal da auf Tauchstation gehen müssen. Ah ja. Ja, was ich schaffe. Herrlich. Fast unberührte Natur.
da auf diesen hervorragenden Hochsitz kann man gut rasten. Ja, ich weiß, man darf die Dinger eigentlich nicht betreten, aber wo kein Kläger, war kein Richter. Außerdem hat man von da aus gute Beobachtungsmöglichkeiten, weil da drüben, ist glaube ich eine Futterstelle oder irgendwas. Und gut, sieht da jetzt hinten nicht so, aber da auch nochmal. Wie gesagt, da oben kann man gut rasten und rosten, aber für eine Rast ist noch zu früh. Also weiter. Ja, ich mache hier alles mit dem Selfie-Stick. Das ist hier, wie ihr wollt und nicht ihr könnt, aber ja. Ihr werdet jetzt mir das verzeihen. Learning by doing, ne? Und wir sind ja nur Amateure, oder ich zumindest ein Amateur. Macht das ja nur so Spaß, just for fun. Und erfreue mich, wenn andere dann auch Spaß haben, mir zuzugucken. So, dem Weg hier sollen wir noch eine Runde folgen. Etwas über 1 Kilometer. Geradeaus durch den Wald. Meine Fresse, ist die Autobahn leer. Das ist die 115. Nee, doch nicht. Das ist doch die Nute Schnellstraße. Mann, bin ich doof. Schöne Ecke hier so an der Schnellstraße. Und weiter geht's. Da scheint sie, die Sonne. Du hast die Tour verlassen, es besteht keine Internetverbindung.
So, liebe Leute, wir haben uns kurz verlaufen, wir waren auf dem falschen Weg. Ja, hier müssen wir lang. Für die nächsten 300 Meter. Naja. So, liebe Leute, mein Speicherplatz ist begrenzt auf meinem Handy. Hab jetzt lange nicht gefilmt, hab jetzt ein bisschen was runtergeschmissen. Ich hoffe, jetzt komme ich noch ein bisschen weiter. Und bin jetzt hier in Folge der dem. Naja, eine Pilgerfahrt von Samund oder vielmehr von Teltow nach Samund. Und hier ist her. Da führt mich mein Weg lang. Von da hinten bin ich gekommen und habe kurz Rast gemacht an dem schönen Tümpel. Und jetzt gehen wir mal weiter. Ne? Prost, meine Freunde. Das tat richtig gut. So. Mal weiter schlendern, ne? Gucken wir mal, was die Natur noch so für uns bereithält. Auf geht's. Kamera ein bisschen rüsten und los. Wie ihr auf dem Video vielleicht hört, die Autobahn ist ganz in der Nähe. Aber egal. Hier im Wald ist es schön. 8,1 Kilometer geschafft insgesamt. 5,9 noch vor mir. Kurze Schnaufpause. Ich habe jetzt hier mal eine schöne ordentliche Bank gefunden. Da werde ich ein paar Minuten verweilen. Kurz die Sonne genießen und einen Schluck Wasser trinken. Aus der guten Kanne hier. An der Klo. Ich kann auch die Jacke ausziehen und werde die Weste anziehen. Weil, obwohl, ich bin schon richtig kleiner nasse Schwitze. Ich glaube, ich lasse die Jacke lieber an, bevor ich mir noch ein Dot hole. Und zwar nicht Corona, sondern irgendwas anderes. Grippe ähnlich oder so, ernste Grippe, man weiß ja nie, wie der Hase scheißt. Aber herrlich, einfach nur herrlich. Ja, wir haben mal glücklich schon sitzen und der kann er wieder voll machen. Wir haben hier noch dabei. Die war voll, davon zwei und dann davon noch eine. Also an Wasser mangelt es nicht. Wenn ich mein Ziel erreicht habe, Samund, werde ich mir eine schöne Suppe kochen, Kartoffeln von jetzt noch mit drin schmeißen und dann hat sich die Laube. Wie ihr gesehen habt, also ich habe ein Foto davon gemacht, das werde ich im Video mit einfügen. Liegt hier eine leckere Snackbox. Hört euch das mal da hinter dem Rucksack liegen. Lecker Kekse. Die Frage ist nur, wie lange liegen sie hier schon? Und wir haben ja gelernt,
Wir essen nichts, was irgendwo rumliegt. Nichts von Fremden und nichts, was auf dem Boden liegt. Oder irgendwo, was irgendwo in der Natur liegt. Wie ist was da drüben ist? So, Flasche voll. Dann wollen wir mal weitermachen. In der herrlichen Sonne. So. Ich werde euch mal noch mal kurz hier rumführen. So, wie gesagt, da liegen die Kekse. Und hier ist Felder, Wiese, naja, und Auen würde ich jetzt nicht sagen, aber da muss ich lang. Schauen wir mal, wo wir rauskommen hier. Herrlich. Einfach herrlich hier. Geil. Einfach nur herrlich. Am Bahnhof Samund angekommen. Jetzt suche ich mir eine ruhige Stelle und dann wird hier essen. Ja, wie schön gesagt, in Samund angekommen am Bahnhof und jetzt suche ich mir eine ruhige Stelle und verdauert. So. Da ist das Ortseingangsschild und gleich sind wir in Samund. Jetzt geradeaus auf Mühlenstraße. L77. So, jetzt suchen wir uns ein schönes Fleckchen Erde zum Rasten und Essen. So, liebe Leute, jetzt wird erstmal ein schöner Tee gekocht, und zwar marokkanische Minze. So, liebe Freunde, jetzt gibt es eine schöne Kürbissuppe mit ein paar Kartoffeln drin und dazu ein Tee. Mit der Sonne. Mittagessen ist fertig.
lecker Kürbissuppe aus der Tüte mit Kartoffeln drin. Ich genieße noch meine Suppe, den Sound an der Straße, wenn die Motorräder vorbeifahren und die Sonne. Mahlzeit. Und die dummen Blicke von den Radfahrern. Und ich werde meinen Tee aus meiner einmaligen Tasse genießen. Wir sehen uns. Wie ihr sehen könnt, befinde ich mich auf dem Rückmarsch. Jetzt Richtung Schenkendorf, Schenkenhorst. Na, so ist glaube ich besser. Genau. Schenkendorf, Schenkenhorst. Jetzt Richtung, also da lang. Und von da aus dann also quasi jetzt wieder Richtung Stahnsdorf, Richtung Heimat. Mittagspause halt gemacht, war lecker. Leute haben ein bisschen doof gekickt, gucken mich jetzt immer noch ein bisschen doof an. Liegt vielleicht an dem vielen Grün und an dem schönen Barett, was ich trage, aber was soll's. Ne? So, dann laufen wir mal ein Stück zusammen. Folge dem Weg 1,3 Kilometer. Genau, das machen wir jetzt. Wir folgen dem Weg 1,3 Kilometer. Ihr habt's gehört. Und es ist warm. Es ist definitiv wärmer wie 14 Grad. Zumindest in der Sonne. Da vorne kommen mir schon die ersten Leute entgegen. Ich werde mal das Video ausmachen. Jetzt nehme ich euch wieder ein Stück mit. Habt ihr Schwein gehabt? Der Zug, der mir vorbeirattert ist, den habt ihr auch nicht gehört. Aber herrlich. Ideales Wetter. Und da kommt er, der nächste Zug. Hui! Bei nächster Möglichkeit geradeaus. Jetzt geradeaus auf Ahrensdorfer Weg. Liebe Leute, folge dem Weg 400 Meter. Ha, ihr habt es gehört. Folge dem Weg 400 Meter. Dann wollen wir mal. Hinter mir scheint schön die Sonne. Da irgendwo. Ne? Dreh mich mal, dann sieht er mich besser. Dann kommt ein Pferdchen an. So langsam möchte ich mal wieder an der Bank zum Sitzen und ein bisschen Wasser schnabulieren. Wird warm. Unter den Planeten da oben. So, ich laufe weiter. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern, dann weiter kann ich nicht.
Aber ich bin ja auch kein Müller. Ich bin Bäcker. Da ist irgendwas ganz anders. Sandweg ist, kommst du schleppend voran. Da ist er wieder, der Waldwanderer Kratz. War jetzt gerade in Schenkendorf, Schenkenhorst heißt es. Die Gemeinde, die zu Stahnsdorf gehört. Und jetzt hat mich meine Super-App über der Pferdekoppel gescheucht hinein in den Wald. Schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Was auch immer wieder schön ist, wenn man von Leuten angesprochen wird. Die erste fragte mich, wohin ich auswandere. Da habe ich mir gesagt, gar nicht, sondern nur wieder zurück. Bei nächster Möglichkeit rechts. Nächste Möglichkeit rechts. Dann schauen wir mal. So. Jetzt rechts. Jetzt rechts. Na dann laufen wir mal hier vorne doch gleich mal rechts lang. Und siehe da, folge dem Weg 190 Meter. Wir haben die Sonne wieder im Rücken. Hui. Ich muss jetzt leider so filmen, weil mein Deppenzepter ist kaputt hier. Mich führt die Tour hier durch einen schönen, dunklen, tiefen Wald. Und eine Weggabelung, wo ich jetzt mal erstmal gucken muss, wo ich lang muss. So. Weg gefunden. Kann weitergehen. Ups, Entschuldigung. Mütze verrutscht. Also wenn man jetzt immer von den ganzen blöden Blicken absieht, die ich heute hier gesammelt habe wegen meinem Outfit, so war das doch eine richtig geile Tour, weil man unterwegs Leute getroffen hat. Das
sich mit denen unterhalten hat und die das cool finden, was man macht. Dass man immer einfach rausgeht, wandern, Dinge macht, wie auch immer. Kommt man immer so ein bisschen ans Quatschen. Und das macht ja auch Spaß. Ne? Also, gleich schließt sich mein Kreis. Gleich bin ich zu Hause. Und dann melde ich mich nochmal. Bei nächster Möglichkeit leicht links abbiegen, danach scharf rechts abbiegen. So, liebe Leute, da schließt sich gleich mein Kreis. Bei nächster Möglichkeit rechts. So. So, ihr Lieben. Hier an der Kreuzung Bahnhofstraße, Alte Potsdamer Landstraße, schließt sich jetzt mein Kreis. Die letzten 500 Meter laufe ich alleine nach Hause, ohne euch zu filmen. Hat Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.